Hallo und herzlich willkommen bei City Skylines mit mir, dem Talon. Danke, dass du eingeschaltet hast. Bitte vergiss nicht zu bewerten und zu abonnieren, dann verpasst du auch kein zukünftiges Video. Und ich würde sagen, wir starten, also wir machen mal wieder weiter mit unserer schönen Stadt. Was brauchen wir denn? Im Moment ist eigentlich alles ausgeglichen, was wir so brauchen. Wir haben jetzt so langsam die... also wir bekommen jetzt so langsam die großen Straßen. Und ich würde jetzt dann gerne anfangen... Ja gut, wir bekommen halt nur 2300 plus. Und wir haben, glaube ich, noch ein paar so Gebäude, die wir bauen sollten. Ja, so ein Friedhof kann man schon ruhig an den Rand von so einem Wohngebiet pflastern. Das ist eigentlich eher was Positives. Brauchen wir hier noch was? Die Arztpraxis. Ne, die habe ich doch schon, oder? Die Arztpraxis habe ich, glaube ich, dahingestellt. Genau, Arztpraxis haben wir. Brauchen wir auch gerade noch keine Bildung. Da fehlt es noch, da hapert es noch. Wir müssen also... Da pflanzen wir mal eine Grundschule hin. Und ja, weil da eh noch Platz ist, packen wir hier mal die Oberschule hin. So, und jetzt haben wir auch schon nicht mehr so viele Kohle. Ja, genau. Wir können ja jetzt Steuern erheben. Und ja, wir erhöhen das mal alles auf 13%. Weil da meckert erfahrungsgemäß noch keiner umeinander. Genau. Weil wir haben natürlich jetzt durch die ganzen Sondergebäude gebaut haben, mehr Betriebskosten. Und dementsprechend, okay, die haben wieder welche keinen Strom. Aber wir haben insgesamt schon wieder keinen Strom. Können wir die direkt nebeneinander pflastern? Ja, dann umso besser. nicht genügend Geld. Ja gut, jetzt sind wir außerhalb des roten Bereichs wieder. Und sobald wir die Kohle haben, wie viel kostet denn eine? 6.000, ja. Oh, jetzt haben wir plus 4.000, weil die Leute alle wieder happy sind. Juhu. Okay, dann wird es da oben definitiv kein Wohnraum, wie ich ja ursprünglich in der letzten Folge mal angedacht habe. Entschuldigung. Sondern wird unser Windpark. Die sagen, die haben ein Müllproblem. Mülldeponie. Oder sagen welche, sie haben ein Müllproblem. Da fahren die Müllliste los. Ja, das müssen wir im Auge behalten. Okay, da sagen mehrere, sie haben ein Müllproblem. Ja, dann würde ich sagen, stellen wir da mal noch eine Mülldeponie hin und gucken mal, ob das funktioniert, wenn da einfach nur noch eine... Ist das da jetzt schon wieder? Ach so. So. Ob das ausreicht, dass die Müllautos da schnell genug da sind oder nicht. So, wie in der letzten Folge schon erwähnt, wir werden das jetzt hier ausbauen. Wir müssen auch den Eingang von da nach da verlegen. Okay, ich hoffe, das liegt daran, weil Frühling ist oder so. Und nicht, weil er mitten im Industriegebiet steht, ansonsten war das ein Fehlkauf.
Wie viel kosten denn die Mautstation? Nicht, dass ich jetzt hier abreiße. 12.000, genau. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen Kohle scheffeln. Wir könnten natürlich auch ein Darlehen machen. Jetzt gucke ich mal nach, wie schaut denn der andere Park aus? Na, nicht so rot, nicht so... Naja, gut. So, wir brauchen auf jeden Fall noch weiteren Wohnraum. So, dann kaufen wir den mal. Weil ich würde sagen, dass wir erstmal... das nochmal in die Richtung ausbauen. Okay. Gut. Dass wir hier so den Strand entlang weitergehen. So. Das muss ja nicht 100%... Kann man hier... So. Na, ja, das sieht scheiße aus. Müssen wir schon so. Muss man mal gucken, dass man dann ansonsten später dann da manuell die Häuser reinploppt. Wenn es nicht schön ausschaut. So. Dann brauchen wir noch Wasser. Und Strom sollte dann von selber kommen. Aber jetzt schauen wir noch, dass wir die Bedürfnisse jetzt noch einmal in Anführungsstrichen befriedigen. Schnief. Und dann will ich definitiv die Straßen
ausbauen. Oh, wegen dem ein Gebäude oder sowas? Nee. Das bauen wir wahrscheinlich dann auch noch ein Windrad. Ich meine, ich will den, nee, den will ich das eigentlich nicht dahin klatschen, sondern ich finde hier oben den Windpark eigentlich gar nicht schlecht. So, dann ja, 4000 plus. Das ist schon mal ganz ordentlich. Irgendwann natürlich werden wir jetzt dann so langsam Probleme im Verkehr haben. Ich meine, das funktioniert noch ganz gut, weil viele Leute hier scheinbar zu Fuß zur Arbeit laufen. Aber der nächste Step wäre jetzt dann, ne? Der nächste Step wäre dann wirklich. Ah, okay. Hier die Straße auszubauen. Dafür brauchen wir aber mindestens 24.000 für zwei Mautstationen, weil wir wollen ja dann auch was verdienen. Dann kommt hier ein Kreisverkehr hin. Da ein Kreisverkehr. Hier ein Kreisverkehr. Und da hinten ein Kreisverkehr zu der Autobahn. Also ein fetter, richtig schöner, ich glaube vierspurig oder so, Kreisverkehr. Damit wir halt eigentlich eine schöne kreuzungsfreie Autobahn haben, beziehungsweise wir haben ja eigentlich nur, also es geht ja darum, dass ich mit den Kreisverkehren dann eigentlich bald, also für die Zukunft, zwei Gebiete ansteuern will. Also der Kreisverkehr hier geht nach rechts und nach links. Genauso der, der geht nach rechts und nach links. Rechts und nach links, rechts und nach links. Ansonsten, klar, könnte ich einfach nur eigentlich eine Autobahnauffahrt machen und dann hier eine Brücke und dann wieder rein. Aber so für die Zukunft schon ausgebaut. So, wir haben genug Kohle. Klar, wir bräuchten jetzt noch ein bisschen Gewerbegebiet. Wir können das noch ein bisschen so ausbauen. Aber ich will es eigentlich nicht zu sehr pushen, dass es nicht da dann wieder hochgeht. Beziehungsweise, solange nur Wohnraum rum hochgeht, dann gehen halt ein paar Gewerbe pleite. So, wir haben 46.000. Ich will uns jetzt hier mal die Mautstation hinplöppeln. So. Weg, 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 weg. So, so. Dann. Die kommt aus der Richtung. So, da müssen wir die ungefähr hinpeilen. Scheiß Gesnappe, meine Güte. Bin ja eigentlich normalerweise ein Freund von Snapping, aber ploppen wir das mal und ich glaube, ich kann es dann mit Move It. Ja, okay. Das Ding ist halt an sich gerade, deswegen sieht das so aus. So, wir wollen dann jetzt sechsspurige Einbahnstraße. Ich hätte gerne eine vierspurige Einbahnstraße. So.
sechsspurige Straße. Gibt es da keine Einbahnstraßen bei den Viersprüngen? Monorail. In zwei Richtungen. Mit Fahrradwegen. Viersprünge mit dekoriertem Gras. Breite Allee mit Gras. Okay, eine vierspurige Straße gibt es scheinbar nicht mit. Mit. Okay, also müssen wir mit sechsspurige Einbahnstraße mit Busfahrspuren. Sechsspurige. Warum gibt es die Einbahnstraße nicht mit Busfahrspuren? Na ja, gut. Okay, jetzt muss ich hier wahrscheinlich. Okay, vielleicht kann ich ja das dann. Ne, ich kann das wahrscheinlich dann nur so. Jetzt müssen wir schauen. Sprich, wir kommen halt an sich von einer vierspurigen. Nee. Kann ich das irgendwie rückgängig machen? Nee. Kann man das irgendwie verändern? Ja, genau. Wir haben hier eine Autobahn, haben dann hier die Mautstelle und dann gehen wir mit der Autobahn weiter. Jetzt habe ich hier mit Mautstelle eine Richtung. Mautstelle, sorry, genau. Ne, wir wollen aber eine Mautstelle in die Richtung. So, jetzt müssen wir drehen. So. Drehen. Ein Stück. Warum lässt du mich nicht nur ein Stück drehen? Na, egal. So. So. Also da finde ich dieses Movie-Tool schon cool. Da kann man echt viel machen. Kann das schön ausrichten dann, wenn das Vanilla-Game einem da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. So, Autobahn. So. Jetzt haben wir noch 18.000. Da können wir schon noch den ersten Kreisverkehr bauen. So. So, ich bin zurück von meiner Pinkelpause und wir bauen wieder weiter. Was brauchen wir denn? Ich hätte gesagt, 4-Lane. Highway elevated. So. Beziehungsweise wir haben hier auch nur 3-Lane Highway. Das ist Quatsch. Nochmal Highway Elevated. Dann können wir das Ding hier nehmen. Zack. So. Wunderbar. So, dann passt es nämlich wunderbar daneben. So. So. Genau. Aber ich glaube, wir können ihn noch tatsächlich größer bauen, weil ich würde gerne. Ich hätte gerne noch mehr Platz. Was die Auffahrten anbelangt.
Irgendwie. Shit. Ich dachte, er nimmt die andere Ansicht. Unterirdisches Einebnen. Na komm. Okay, das ist dann jetzt plötzlich. Das ist dann jetzt plötzlich wieder oberirdisch. Okay. So. Wir hatten jetzt gesagt, Highway Elevated. So. Das gesamte ziehen. So. Und dann drehen wir das Ganze, dass die Pfosten so. Ja, genau so. Jetzt muss es wahrscheinlich noch kurz ein bisschen weiter von der Mautstation weg. Ja, ich weiß, es ist ein ziemlich großes Gebilde und vielleicht jetzt noch ein bisschen overpowered. Aber später sollte hier einiges an Verkehr durchfließen. So. Bin jetzt am Überlegen, wie ich die. Wie ich die Auffahrten gestalten soll. Hold Alt to select pylons and pillars. Oh, holy shit. Okay. Geil. Aber gut. Es geht ja darum, dass wir wahrscheinlich eine dicke Straße haben werden. Hier zum Beispiel. Die ist dicker als die anderen. Und diese Straße geht dann hier in den Kreisverkehr. So. Oder man baut hier eine neue oder man nimmt die. Wahrscheinlich bauen wir dann. Ja. Wenn ich jetzt hier reinkomme und man fährt dann hier runter, so, das ist ja vollkommen okay. Und dann wäre es ziemlich geil, wenn man hier so innen rum hier wieder reinkommt. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Autobahnauffahrt. Habe ich Road Anarchy an? Das ist auch ein Mod, der da mehr Snapping Points erlaubt. Also mehr, nee, das ist irgendwie. Ich will ja eigentlich. Das bringt uns nichts.
Yeah. Okay. Dann, ist es jetzt gut? Ah, shit. Nein. Weil mein Plan ist ja dann, also man fährt quasi hier raus, fährt ins Industriegebiet oder fährt darüber, sprich man will da nicht rum. Dann fährt man hier raus. Da muss man dann rum und darüber. Jetzt müssten wir das Ganze ja eigentlich von hier. Boah, scheiße, wie hätte ich das jetzt wieder gemacht? So, eigentlich. Genau, und dann auch hier wieder mit Move It. So, und dann kann man den nämlich in der Höhe verschieben. Das finde ich eigentlich schon recht geil, muss ich sagen. Und halt eigentlich quasi so. Genau. Und das gleiche dann eigentlich hier. So. Wie fährt denn hier drauf? Kann da rein, wenn man hier, wenn man von hier kommt, man will rauswärts fahren, kann man eigentlich gleich hier reinfahren, ansonsten muss man da lang fahren. Ja. Ist die Frage, geht das? Ja, das geht. Nee. Da würde mich interessieren, ob wir. Ah, shit. Das. Hm.
Okay, dann machen wir das jetzt erstmal folgendermaßen. Macht keinen Sinn. Ist auch nicht. Auch nicht. Ja, ich versuche jetzt irgendwie einen coolen. Eine coole Auffahrt hinzukriegen. Das ist gar nicht so einfach, weil das macht keinen Sinn. Dass man quasi so, auch so hoch fährt, nur um dann rechts abzubiegen. Das dann doch eigentlich lieber. Oh, was er draus macht. Das ist nix. Das ist nix. Nee, sowieso nicht. Ja, ihr seht schon, das ist noch nicht so ganz so einfach. Wobei es schon. Man muss sich nur trauen. Ein bisschen radikaler zu sein. Nicht irgendwo. Wobei das dann eigentlich hier fast eine Ampel benötigt, weil man muss ja dann da quasi so fahren. Moment, wenn wir hier wenn wir eine Ausfahrt bauen, dann geht die eh nur in eine Richtung. So. Okay.
die Frage, machen wir da dann so ein... Nee, das machen wir nicht. Das Ganze machen wir dann hier. So. So, und die Straße geht natürlich nicht nur daran, sondern die geht auch natürlich dahin. So. Genau. Sprich, wenn man ins Gewerbegebiet rein will, kommt man hier entlang, fährt hier rein. Und dann machen wir das Ganze auch noch so. Buslane. So. 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 Machen wir hier Busspuren, dass der Bus quasi hier auch so einen Kreis fahren könnte. Das müssen wir uns genau überlegen. So. Und dann kommt nämlich hier dieses... Nein, nein, nein. Bulldozer. Stopp. So. So. Dann können wir hier mit dem Move-It-Tool noch diesen Node ein bisschen angleichen, dass das nicht ganz so kacke ausschaut. Genau, so dass wir das dann da ein bisschen so... Ich sag, da gefällt mir dieses Tool sehr gut. Genau, dann bin ich soweit erstmal zufrieden mit unserem ersten Roundabout. Also man sieht schön, die fahren hier rauf und fahren dann hier auf die Autobahn. Und das Geile ist eigentlich, dass sie dann... Der Verkehr, der raus will, bleibt hier auf den äußeren Spuren und der, der da rein will, fährt schon auf die inneren. Mhm. Finde ich ganz cool. Und ich würde sagen, das war's für die jetzige, für die heutige Folge. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, probieren wir mal, ob wir das Ding kopieren können, weil man kann das kopieren, muss nur gucken, was für alle Stellen wir brauchen. Und das Problem ist, dass wir hier die Mautstation haben. Da habe ich wahrscheinlich zu früh hingebaut. Müssen wir gucken, ob wir es dann kopieren können oder ob wir zumindest... Notfalls lassen wir das weg. Schauen wir mal. Danke, dass du eingeschaltet hast. Danke fürs Zuschauen. Würde mich über ein Like freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.